Hallo meine Lieben, willkommen in meinem Wohnzimmer. Hier waren wir schon lange nicht mehr und ich dachte mir, bevor ich mich so für ein paar Tage vom Acker mache, um meine Batterien aufzuladen und diverse Seminare zu besuchen, legen wir noch ein paar Karten miteinander. Diese Woche alles ein bisschen anders aus meinem gewohnten, vorgegebenen Rhythmus, den ich glaube ich erst im September begonnen habe, entschwinde ich im Oktober schon wieder. Aber so ist es halt mit den Wassermännern, ne? Also für jede Überraschung gut, für außergewöhnliche, ungewöhnliche Dinge, für plötzlich und unerwartet steht der Wassermann, steht der Uranus, unser Planet, und von daher könnt ihr bei mir auch immer mal wieder mit einer Überraschung rechnen. Es geht mir heute nochmal um die Portaltage, die wir jetzt 10 Tage am Stück hintereinander haben werden. Und aus meiner Sicht hat sich das auch schon kurz vor dem Vollmond angedeutet. Ich habe es in ein paar Videos der letzten Tage auch schon gesagt. Für mich ist es aktuell eine Zeit der Veränderung. Für mich fühlt es sich so an, dass ganz viele Menschen auf einen anderen Weg gebracht werden sollen, dass ganz viele Menschen ihr Erwachen sozusagen in diesen Tagen haben. Und wer meinen Status folgt auf WhatsApp, der sieht eben auch immer wieder diese Maya-Botschaften. Und wenn man dann den Maya-Kalender daneben legt, neben die astrologischen Komponenten, die ich auch immer wieder analysiere, und das, was ich, wie gesagt, halt über die Wahrnehmung bekomme, passt das alles eins zu eins zusammen. Es ist eine Zeit der Veränderung. Es ist eine Zeit, wo kein Stein auf dem anderen bleibt. Und diese Veränderung fängt als erstes bei dir selbst an. Und dazu sollst du hingeführt werden. Ja? Wir haben auch immer häufiger in den letzten Tagen die Karte das Erwachen aus den Tarotkarten heraus. Also ganz bewusst wirst du darauf hingewiesen, bestimmte Dinge in deinem Leben zu verändern oder dir einfach nochmal anzuschauen, bist du auf dem richtigen Weg. Da ist sicherlich der Seelenpartner auch ein Mensch, der dir bestimmte Dinge spiegelt, bestimmte Dinge zeigt, bestimmte Fragestellungen hervorruft, aber grundsätzlich auch in anderen Themenbereichen, ob das jetzt der Beruf ist, ob das die finanzielle Lage ist, wirst du einfach aufgefordert, über dein Leben jetzt nachzudenken. Und es wird sich für uns alle ändern, es wird nicht so sein, wie es vor ein paar Jahren mal war. Gefühlt kehren wir uns ab von den Themen Luxus, wir kehren uns ab von all dem, was oberflächlich ist, von all dem, was nicht tiefgründig mit uns, mit dieser Welt zu tun hat. Ob das jetzt eben die klimatischen Themen sind, die wir immer wieder auf der Welt haben. Wir haben nur diese eine Erde zur Verfügung und wir müssen sehen, dass wir mit den vorhandenen Ressourcen gut haushalten. Und ja, wir haben uns über Jahrzehnte hinweg zu einer Wegwerfgesellschaft entwickelt, die die Erde, die Meere und so weiter nicht nur geplündert, sondern eben mit all unserem Müll auch entsprechenden Raubbau betrieben haben. Und es fängt bei jedem Einzelnen an und das ist eben auch ein Thema in den Portaltagen. Ich möchte heute nochmal auf die Portaltage eingehen. Ich habe heute Morgen aus dem Portaltagsorakel die erste Karte gezogen, höheres Selbst. Erforsche dein Inneres, verbinde dich mit dem Göttlichen in dir. Transformation. Ja, da sagt wieder der eine oder andere, ah ja, die Meditationskarte, ich darf mich wieder mit dem Göttlichen verbinden. Es ist mehr als nur meditieren. Ja? Also das höhere Selbst ist deine Seele. Verbinde dich mit deiner Seele und schau, was deine Seele möchte, wo deine Seele hin möchte. Und alles das, was dich einengt, was dich kontrolliert, was dir zu oberflächlich ist, was dich nicht so leben lässt, macht dich krank. Und du wirst aufgefordert, diesen Dingen zu entfliehen. Und heute am ersten Portaltag wirst du eben besonders aufgefordert, deinen Geist zu verwenden. Portaltag 1 bis 3 steht das Kronenchakra im Blick, ja, das, was wir hier oben haben, der Deckel, den wir öffnen, die Klappe, die wir aufmachen, um uns mit dem Göttlichen, mit dem Höheren Selbst zu verbinden, wo wir die Eingebung fließen lassen können, die Wahrnehmung fließen lassen können.
Ja, das ist die ersten 3 Tage wirklich ein ganz wichtiger Punkt, sich mit der Verbindung auseinanderzusetzen. Ne, darauf zu hören, seiner Intuition zu folgen. Was kriege ich von da oben? Ja? Was ist mein Weg? Was ist für mich bestimmt? Wo soll ich hin? Und Portaltag 3 bis 10, da geht es dann natürlich dann um die Emotionen, um die Gefühle. Das ist in Portaltagen auch häufig der Fall, dass wir uns diese Themen, alles was Gefühle, Emotionen angeht, nochmal genauer anschauen. Dass wir uns speziell mit unserem Herz, mit unserem Herzchakra beschäftigen. Da geht es halt auch sehr intensiv um die Liebe. Und bin schon ganz gespannt, was wir dann auch in den Karten darüber sehen werden. Auf jeden Fall ist es eine Zeit, in der du dich öffnen sollst für andere Welten. Ja? Dein Inneres erforschen haben wir hier. Ne? Erforsche dein Inneres, höre den Weckruf, schau nach dem, was ist deine Lebensaufgabe, warum bist du hier, was ist dein Ziel, was hast du schon erreicht, wo willst du hin, was ist deine Aufgabe für die nächste Zeit. Ja? Das sind alles so Dinge, die ganz, ganz besonders in diesen Portaltagen uns zugespült werden. Und ich habe es schon oft in persönlichen Legungen auch mit einem Bild verglichen. Stell dir vor, du bist ein LKW, du hast auf deiner Laderampe hinten drauf ganz viele Säckchen und diese Säckchen sind dein Ballast, ja, die du so im Leben angesammelt hast. Und es gibt immer Phasen im Leben, da sammelt man Dinge an, da bringt man neue Säckchen hinten auf die Laderampe und jetzt ist einfach eine Zeit gekommen, um Säckchen für Säckchen abzuwerfen, zu entladen, um sich einfach auch leichter zu machen und damit eben Sprit zu sparen, Energie zu sparen, leichter durchs Leben zu kommen. Ja. Die Seele, das Göttliche, die Seele weiß, was sein Weg ist. Ja. Was wir in den vielen Jahren immer wieder verlernen, ist, auf unsere Intuition zu hören. Ne? Die erste Intuition sagt dir häufig, ja, das und das, mach das so und so, das und das ist für dich bestimmt. Und dann schiebt dein Kopf Dinge beiseite. Ja? Es kommt eine Zeit, in der du mehr und mehr deiner Intuition folgen darfst. Und ich würde sagen, das nehmen wir auch gleich mal als erste Frage. Bist du bereit, deiner Intuition zu folgen? Auch jetzt. Ich setze mal lieber schon die Brille auf. Mittlerweile brauche ich zum Kartenlegen immer die Brille. Also, ich nehme schon mal dich, die weibliche Karte. Du als Zuschauer bist die Dame hier, egal ob du männlich oder weiblich bist, für die Fragestellung. Bist du bereit, deiner Intuition zu folgen? Wir haben 3 Karten. Ja, so richtig nicht, würde ich sagen. Wir haben den Turm, den Sarg und die Schlange. Du vertraust deiner Intuition noch nicht. Ja? Du hast deine Intuition, so wie ich es gerade gesagt habe, wir haben in den letzten Jahren es häufig verlernt durch unsere gesellschaftlichen Themen, durch die Schnelllebigkeit der Zeit, auf unser Gefühl, auf unseren Bauch, auf unsere Seele, auf unser Herz zu hören. Und es fällt uns leichter, uns einzuigeln, allein zu sein, für sich selber zu sorgen, sich von anderen abzuschotten, sich mit vielen Themen auseinanderzusetzen. Es ist Zeit, dieses alte Verhalten loszulassen. Lass die Kontrolle los, reiß die Mauern um dich herum ein, folge dem Ruf deines Herzens. Ja? Du bist aktuell, wir haben die Frage gestellt, bist du bereit, deiner Intuition zu folgen? Aktuell bist du es noch nicht, weil du aus deiner Kopfsicht heraus es als kompliziert erachtest. Aber es ist, wie gesagt, die Zeit des Weckrufs, reiß die Mäuerchen ein. Lass Altes hinter dir, lass alte Glaubenssätze, alte Muster hinter dir. Ja? Du kannst das heute alles nicht mehr gebrauchen. Schau dir an, was für diese neue Zeit für dich persönlich wichtig ist. So,
ganz wichtig, es ist auch häufig, ja, die eigenen Dämonen über Bord zu werfen. Ne? Also wenn ich jetzt hier nochmal, führe mich jetzt gerade dazu, die Schlange als eine Person sehe oder als meinen eigenen Dämon sehe, ne? Also die Schlange mal als fremdes Wesen betrachte. Die eigenen Dämonen sind in deinem Kopf, ja? Die entsprechen nicht der Realität. Das ist das, was du dir einfach zusammen denkst, was du aus deiner Erfahrung heraus nicht glauben magst. Aber es werden Dinge geschehen, die du nicht für möglich gehalten hast. Ja? Glaube immer wieder an Wunder, dann werden die Wunder auch geschehen und auch unmögliche Sachen, die du dir nie vorstellen konntest, werden passieren. Das ist einfach die neue Zeit. So, das noch dazu. Machen wir weiter. Fragen wir doch einfach mal jetzt weiter auf ihn. Du schaust ja nicht nur auf dich, sondern du schaust ja hier auch in der Liebe auf dein Gegenüber. Und da machen wir mal den Klassiker, diesmal mit anderen Karten. Point of View Cards von der Nadine Breitenstein, die Nummer 2 oder 3? 2. Habe ich schon lange nicht verwendet und möchte gerne wissen, was denkt dein Gegenüber? Es geht ihm gerade durch den Kopf. Das ja, sind seine Dämonen. Worüber grübelt er? Was bereitet ihm Kopfzerbrechen? Was ist ihm bewusst? Kopf heißt immer Bewusstsein. Glaube ich, so sieht es zumindest aus. So, was haben wir? Was geht ihm durch den Kopf? Wir haben die Rechnung. Eine Rechnung flattert ins Haus. Eine Geldausgabe oder Investition erwartet dich. Die Katze auf dem Baum. Du hast dich zu weit vorgewagt, ohne nachzudenken. Übermut tut selten gut. Dann haben wir die Vogeltränke. Eine Person vertraut dir voll und ganz, enttäusche sie nicht. Und der Wurm am Haken. Es nützt nichts, sich herauszuwinden. Es wird sowieso passieren. Ja, klassisch. Ganz, ganz schön. Ja. Also, dein Liebster hat gerade finanzielle Sorgen. Ja, also, vielleicht hat er ein bisschen über die Verhältnisse gelebt. Dafür spricht auch die Katze im Baum. Du hast dich zu weit vorgewagt. Ne? Vielleicht hat er mehr Geld ausgegeben, als ihm jetzt aktuell zur Verfügung steht, weil ihm einfach eine Situation entglitten ist. Also entweder hat er sich finanziell ein bisschen übernommen oder es gibt da einfach berufliche Probleme, wo das Geld nicht so ins Haus trudelt, wie er sich das einfach vorgestellt hat. Mit der Vogeltränke. Eine Person vertraut dir voll und ganz, enttäusche sie nicht. Ihm ist bewusst, wir gucken auf den Kopf gerade, wir schauen auf seine Gedanken, ihm ist bewusst, dass du ihm blind vertraust. Ihm ist bewusst, dass du einer der wenigen Freunde an seiner Seite bist, auf die er sich verlassen kann. Ihm ist bewusst, dass du ein ganz wichtiger Mensch in seinem Leben bist. Ja, das sagt er hier mit der Vogeltränke. Und mit dem Wurm am Haken, ich lese es nochmal vor, es nützt nichts, sich herauszuwinden. Es wird so oder so passieren. Ihm wird klar, auch wenn er versucht hat, die Liebe zu dir in eine Schublade zu packen, auch wenn er versucht hat, über seine Rückzüge Abstand zu dir zu kriegen, um aus dem Gefühl rauszukommen, um seine Ängste unter Kontrolle zu halten, es wird ihm klar, dass es einfach nichts nützt, zu versuchen, dich zu vergessen, zu versuchen, sich von dir zu lösen. Er kann sich nicht von dir lösen. Er hängt wie der Wurm am Haken. Du hast ihn am Haken, auch wenn du ihm das nicht bewusst zeigst, aber ihm wird immer bewusster, dass das einfach mit euch zusammengehört, dass ihr zusammengehört, dass er sich nicht so leicht von dir lösen kann, wie er das vorhatte. Na, ist doch eine klasse Botschaft, oder? Vor allen Dingen, wenn ihm das bewusst ist. Ich finde sowas auf Kopfebene immer ganz fantastisch. Ach nee, das war die falsche Karte. Die hatte ich gerade so. Machen wir weiter mit, was spricht sein Herz? Was fühlt er? Was fühlt dein Gegenüber?
dein Gegenüber? Was sagt dein Herz? Was ist im Unterbewusstsein los? So. Wir haben 4 Karten. Sehr schön. Ach, das passt ja wieder wunderbar. Was fühlt er? Er fühlt den Trennungsschmerz. Ja? Wir haben hier die Trennung draufstehen. Ihr seht dieses Herz, was gebrochen ist, was getrennt ist. Er fühlt, dass die zwei Hälften nicht zusammen sind. Meine Räucherware ist aber heute intensiv. Er fühlt, dass ihr beiden nicht zusammen seid. Es macht ihm Kummer, es macht ihm Sorgen, es macht ihm Herzschmerz. Du hörst nichts von ihm und denkst, naja, aus den Augen, aus dem Sinn, so ist es nicht. Ja? Der Schmerz im Herz ist bei ihm genauso da. Er spürt diese Magie, diese Anziehungskraft, die zwischen euch herrscht. Ja? Er spürt diese Verbundenheit. Und die Verbundenheit macht ihm Druck, weil die Verbundenheit nicht da ist. Die Verbundenheit wird gerade auf Distanz gelebt. Und das macht ihm Kummer. Und als nächstes wird er aufgefordert, sein Unterbewusstsein sagt ihm, werde aktiv, tu etwas. Wenn du nichts tust, kommt dann der Nächste. Die letzte Karte ist der Rivale. Ja? Also er spürt das, was er im Kopf hat, das Bewusstsein, dass ihr zusammengehört, ja? Dass er sich nicht so einfach von dir lösen kann, dass da eine extreme Anziehungskraft da ist, das fühlt er. Ja? Er fühlt die Verbundenheit zu dir, er fühlt die Liebe zu dir und er fühlt, dass er endlich aktiv werden muss, weil sonst jemand Neues in dein Leben gibt. Klasse. Eifersüchtig ist er und Herzschmerz hat er auch noch. So, da haben wir Gedanken, Gefühle, dann schauen wir noch auf, was wird passieren. Nee, das machen wir mal einen Breitenstein-Tarot. Von der Nadine Breitenstein natürlich. Was wird passieren? Wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit euch? So, jetzt haben wir ein paar Karten, die bringen wir gleich mal zusammen. So, wir haben den Eremiten, der natürlich für Rückzug, Einsamkeit steht. Ja? Ich habe es gerade schon gesagt, im Kopf und im Herzen spürt er die Einsamkeit. Er ist eine einsame Seele und er will nicht mehr alleine sein. Mit dem 2 der Schwerter sagt er, dass seine Zweifel, seine Gespaltenheit, sein Verharren in einer Entscheidungslosigkeit einfach überholt ist. Ne? Er hat sich ewig vom Fühlen verschlossen, aber er hat mittlerweile das Gefühl, etwas tun zu müssen. Ja? Und da kommt mit der 6 der Schwerter auch die Aufbruchsstimmung. Aufbruch mit weichen Knien, auch wenn er Angst davor hat, sich mit dir in Verbindung zu setzen, auch wenn er Angst davor hat, sich auf dich zuzubewegen, wird er es tun, weil die Angst, dich zu verlieren, größer ist. Ja, wir haben es hier eben auch gehabt, er hat Angst davor, dass wenn er nicht aktiv wird, der Rivale kommt. Und mit dem Herrscher sagt er, dass er Willensstärke, Mut zeigen wird. Er wird mutig auf dich zugehen und mit dem König der Münzen wird er erfolgreich sein. Ja? Also hier liegt ganz klar an dem, was passieren wird. König der Münzen, der auch für Treue und Ehrlichkeit steht. Hier liegt ganz klar drin, dass er aus seinem Rückzug rauskommt, auch wenn ihn immer wieder Zweifel plagen und er Angst davor hat. Dass er trotzdem aufbrechen wird, weil die Angst vor dem, dich zu verlieren, größer ist. Er wird die Herrscherqualität übernehmen. Er wird mutig, autoritär, machtvoll auf dich zugehen und ja, deine Treue und deine Fairness über diesen langen Zeitraum seines Rückzugs auch belohnen.
Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja? Also hier geht es weiter, definitiv. Es zeigt sich ganz klar in den Gedanken, in den Gefühlen, in dem, was passieren wird, dass eure Situation nicht aussichtslos ist, dass eure Verbindung weitergeht, dass die Liebe zueinander, die Anziehungskraft zueinander, dieses sich bewusst sein, dass man sich von dem anderen nur ganz schwer lösen kann, euch immer wieder zusammenbringen wird. So, dann fragen wir mal noch, was fragen wir denn mal noch? Was fragen wir denn mal noch? Also wir brauchen jetzt nicht zu fragen, ob er sich melden wird, weil das liegt definitiv da. Er kommt in seinen Mut, in seine Stärke, in seine Kraft. Wir fragen jetzt einfach mal, lohnt es sich für dich, an dieser Verbindung festzuhalten? Lohnt es sich für dich, weiter an deinem Gegenüber festzuhalten? Da bin ich jetzt mal gespannt. Hier sind ganz viele Karten nicht aufgedeckt. Ach, sehr schön. Wir haben die Maske, den Kompass, das Schiff, den Anker und die Fische. Und das ist ein ganz, ganz tolles Bild, weil eben, auch wenn es gerade nicht danach aussieht, ja, dass er noch auf deiner Spur ist, dass er sich bei dir melden wird, auch wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt vorbei, das ist nicht so. Ja, mit der Maske ist gesagt, die Dinge sind anders, als sie scheinen. Es wird eine Kurskorrektur erfolgen. Er wird seinen Kurs ändern. Es kommt die 180-Grad-Wende. Huch, falsch um die Karte. Das ist das, was ich immer sage. Das sind diese gravierenden Veränderungen, das Unmögliche, woran du einfach glauben musst, was jetzt geschehen wird. Die Wunder, die geschehen werden, wenn du an Wunder glaubst. Ja? Also es gibt ganz viele, die gerne hinschmeißen würden, weil sie einfach lange, lange, lange nichts gehört haben. Aber dieses weiter darauf zu vertrauen, ist hier ganz wichtig, weil es einfach Sinn macht für die Verbindung. Auch wenn du es noch nicht siehst, kommt die 180-Grad-Wende. Er hat Sehnsucht nach dir. Er wird sich auf dich zubewegen. Er kommt mit kleinen Schritten. Er kommt nicht mit dem Rennpferd, sondern vermutlich mit dem Esel. Aber er wird auf dich zugehen, ja? Und deswegen darfst du auch daran festhalten, weil er auch daran festhält. Der Anker steht immer für das beidseitige Festhalten. Er hält an dir fest, so wie du an ihm festhältst, weil ganz, ganz tiefe Gefühle im Spiel sind. Und es jetzt wichtig ist, dass ihr beide für euch erstmal alleine in den Fluss des Lebens kommt. Ja, ich habe es heute zu Beginn auch schon angekündigt, ihr seid unter anderem auch in diesem Seelenpartnerprozess, damit euch Dinge für euer Leben aufgezeigt werden. Damit euch und eure Seele bewusst gemacht wird, wo stehst du gerade, wo willst du hin, was ist zu verändern, was ist zu tun. Er spiegelt dir Themen und mit seinem komischen Verhalten erst recht. Ja? Und wenn du nicht immer nur in den Mangel gehst und in die Bedürftigkeit gehst und immer dir sagst, warum ist er jetzt nicht da? Ich verstehe das nicht. Und wie lange dauert das noch? Das ist Mangelenergie. Sondern wenn du dir sagst, okay, ich habe verstanden. Ich muss dieses und jenes im Leben noch ändern. Zum Beispiel, ich muss meinen Job kündigen, weil er mich krank macht. Ich muss was Neues tun. Dann tu das. Und wenn das geschehen ist, dann passiert auch der nächste Schritt. Dann wird er dich auch wieder auf den Weg führen. Ja, dann kommt er auch wieder um die Ecke. Also es gibt bestimmte Sachen, die man aus diesem Seelenpartnerprozess heraus erkennt. Und auf jeden Fall geht es immer darum, die Lebensaufgabe für sich zu erkennen. Zu erkennen, was will meine Seele. Ja? Sehr schön. So, das war auch die Frage, lohnt es sich daran festzuhalten? Antwort ganz klares Ja. Ja? Alle Karten sprechen dafür. Auch wenn du es gerade noch nicht siehst, der Kurswechsel kommt. Die Sehnsucht von ihm ist da, er hält genauso an der Verbindung fest wie du, weil da ganz tiefe Gefühle im Spiel sind. So, es lohnt sich daran festzuhalten. Was wollte er denn noch wissen? Also er kommt um die Ecke, es lohnt sich daran festzuhalten. Du bist noch nicht auf der richtigen Spur, deine Intuition
nimmst du noch nicht richtig wahr. Du denkst noch zu viel mit dem Kopf. Stell mir noch die Frage, was kannst du tun? Ja, weil hier kommt er ja auf dich zu. Was sollst du tun? Was sollst du tun? Außer weiter daran zu glauben und festzuhalten. Ich setze es in Anführungszeichen, weil ihr wisst, ne? Also es geht hier nicht um Warten und es geht nicht um das klassische Festhalten in Form von Anbinden, sondern Festhalten im Vertrauen, im Glauben zu bleiben. Na, sag mal, meine Karten sind hier ganz schön jetzt irgendwie durcheinander gemacht. Warte mal, muss erst mal kurz sortieren. So, wir wollten jetzt noch die Frage stellen, was kannst du tun? Was kannst du tun? Was kannst du tun? Was sollst du tun? Wozu wirst du aufgefordert? Was sagt dir das Universum? Was zeigt dir das Universum? Hey, die letzten beiden Karten sehe ich schon und die sind ganz wunderbar. So. Was sollst du tun? Also, Mäuse, Brunnen, Herz, Air. Ganz kurz gesagt, lass los, dann kommt die Wunscherfüllung mit der Liebe zu ihm. Ja? Ich erkläre es euch nochmal genauer. Lass all deine Sorgen und Ängste los, lass deine Verlustangst los. Das merke ich in persönlichen Legungen immer wieder, dass viele zu mir sagen, oh, ich kann aber nicht in Rückzug gehen, ich muss ihm täglich schreiben, ich muss auf seine Social Media Likes reagieren, weil wenn ich das nicht mache, dann gebe ich ja auf. Aber dieses, was ihr als Aufgeben bezeichnet, ist eigentlich die Verlustangst. Ja? Du kannst nichts verlieren, was dir nicht gehört. Ja? Und wenn er nicht bei dir ist, dann gehört er dir nicht. Und es gehört sowieso niemand anders jemanden anderen. Ja? Jeder gehört sich selbst. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du diese Angst, ihn verlieren zu können, loslässt. Du kannst ihn nicht verlieren. Ihr habt ein enges Band miteinander und das zeigt sich auch unter dem Deck mit dem Bären wieder die alte Seele. Ihr habt eine alte seelische Verbundenheit. Ihr kennt euch definitiv aus noch früheren Inkarnationen. Und da kann man sich nicht verlieren. Ihr habt euch unter, mir kommt jetzt gerade das Lied in den Sinn, 80 Millionen, einer von 80 Millionen. Ihr habt euch unter 80 Millionen Menschen gefunden, ja, oder manche sogar über Ländergrenzen hinweg, haben die Seelen sich wiedergefunden. Es gibt zwar ein paar mehr als einen Seelenpartner, also man sagt, so ungefähr 200 würde es wohl geben, habe ich mal gehört. Auf jeden Fall gibt es mehr als einen. Und es ist überhaupt nicht leicht, diesen zu finden. Ja, ich hatte letztens auch eine Beratung gehabt, weil ich ja so viel zum Seelenpartner-Thema lege. Die sagte dann zu mir, ich habe noch keinen Seelenpartner, aber ich wünsche mir meinen Seelenpartner. Ich habe das bei einer Freundin erlebt, dass das zwar schwierig ist und trotzdem eine ganz besondere Liebe ist. Ich möchte auch so einen Mann haben. Ja? Du hast ihn gefunden, auch wenn es kompliziert ist. Ja? Du kannst ihn nicht verlieren. Wo haben wir es nochmal? Du kannst ihn nicht verlieren. Die Mäuse können ihn dir nicht wegnehmen. Ja? Und mit dem Wunschbrunnen ist gesagt, er hat so viel bei dir hochgeholt. Ja? Das hast du aber auch bei ihm. Du hast ihm das Licht gebracht. Du hast ihm ganz andere Dinge gezeigt, die er längst vergessen hatte. Dinge, die er in den Brunnen geworfen hatte, weil es für ihn nicht wichtig war. Ja? Er hat sich vielleicht immer nur auf Job und Geld und was weiß ich konzentriert und plötzlich kommst du um die Ecke und zeigst ihm, wie schön die Liebe ist. Dann will man das erstmal nicht wahrhaben, dass die tiefen Gefühle da sind oder vielleicht, weil er eben nicht so einen dollen Selbstwert hat, wie du das hast, dass er denkt, oh, was will die eigentlich von mir, so eine klasse Frau. Ne? Also, du hast, wie der Brunnen sagt, eben ganz viel bei ihm bewirkt. Und auch die Frage nochmal, was sollst du tun? Du sollst darauf vertrauen, dass das, was du hier hochgeholt hast, ihm immer wieder ins Bewusstsein kommt, dass das nicht jeder mit ihm macht, dass das was Besonderes mit dir ist, dass das eine besondere Liebe ist. Ja? Er ist deine Wunscherfüllung, darauf darfst du vertrauen. Du darfst auf die Liebe zu ihm vertrauen und du darfst weiter in der Liebe bleiben. Ja? Nur weil er dir gerade nicht zur Verfügung steht, nur weil er
sich vielleicht mit Worten verabschiedet hat, die dir so im Kopf fallen, die er aber gar nicht so gemeint hat. Also ganz viele männliche Gegenüber, sag ich jetzt mal, oder eben die Gegenüber an sich, sagen Dinge, um erstmal wieder eine Distanz zwischen euch zu schaffen, weil es einfach zu nahe geht, weil sie mit der Nähe, mit der Liebe, mit den Emotionen einfach nicht umgehen können. Ja? Und deswegen darfst du nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wir waren vorhin am Anfang des Videos dabei, folge mehr deiner Intuition. Du bist laut der Frage vorhin ein absolutes Kopfding. Du hast so viele gruselige Sachen gerade im Kopf, dass du gar nicht mehr auf deinen Bauch vertrauen magst. Nur weil da auf der anderen Seite Funkstille ist oder er dir, wie gesagt, Sachen gesagt hat, die du nicht fühlst, die sich für dich anders anfühlen, möchtest du deiner Intuition gar nicht mehr folgen. Du entscheidest aus dem Kopf heraus und das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Ja? Bleib in der Liebe, schau auf ihn, schau auf die Liebe. Die Wunscherfüllung mit ihm wird kommen, wenn du deine Verlustangst in den Griff kriegst. Wenn du an deinen Ängsten, an der speziellen Eifersucht und Angst, ihn verlieren zu können, arbeitest. Er geht nicht verloren, auch wenn er mal ein paar Wochen oder Monate im Rückzug ist. Der kommt immer wieder, kann ich dir so sagen. Ja. Der kommt immer wieder. Gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich noch mal auf irgendeine andere Frage lege, aber ich sehe gerade nicht, was noch unklar ist. Also für mich ist das ein sehr schönes Bild. Er weiß, er hat im Bewusstsein, dass du etwas Besonderes bist, dass du und er zusammengehören. Er hat den Herzschmerz auf dem Herz. Er spürt die Anziehungskraft zu dir. Er will aktiv werden, um dich nicht an jemanden anders zu verlieren. Und was wird passieren? Er wird aktiv werden. Er wird in seine Herrscherenergie kommen und dir die Treue und Ehrlichkeit beweisen. Ja, und du darfst, wie gesagt, an deiner Verlustangst arbeiten. Sobald du loslässt, gehen deine Wünsche in Erfüllung, weil er, ne, 46 Karten, er und das Herz fällt raus. Was soll ich dazu noch sagen? Vertraue auf die Liebe, vertraue auf ihn. Bleib in der Liebe zu ihm. Das ist das, was du tun kannst. Die alte Seele setzt sich in Bewegung. So, nehmen wir noch eine Free Spirit Card von der Kim Charlene Krause. Das ging ja ganz flott. Es gibt eine simple Wahrheit in deinem Geist. Boah, das ist so dunkel. Lacht euch bitte nicht kaputt. Also ich habe schon eine Brille und ich kann es trotzdem nicht lesen. Es gibt eine simple Wahrheit in deinem Geist. Es wächst nur, was du pflanzt. Affirmation, ich achte auf meine Gedanken und lasse den Berg mit meinen positiven Gedanken schrumpfen. Das verstehe ich jetzt nicht. Hindernisse, die zu einer wunderschönen Aussicht führen. Ja, Hindernisse, die zu einer wunderschönen Aussicht führen, das sind Berge. Das sind Dinge, die dir vor dem Blick stehen, die du nicht siehst. Ja? Es geht also auch hier nochmal um die Macht der Gedanken. Das habe ich eben gerade bei dir schon ein paar Mal angesprochen. Ja, du bist ein Kopfmensch, du denkst dir viele Dinge zusammen. Es hält das in deinem Ohr wieder, was er zu dir gesagt hat, was vermutlich nicht der Wahrheit entspricht, weil er dich einfach wieder ein Stückchen auf Abstand bringen möchte. Und ja, du vertraust mehr auf die Gedanken als auf deine Intuition. Also Ende vom Lied. Vertrau auf deine Seele, folge dem Ruf deiner Seele, vertrau auf das Göttliche. Nimm das Göttliche wahr. Ich erinnere nochmal dran, die ersten drei Portaltage stehen unter dem Kronenchakra. Öffne dich für dein höheres Selbst, lass das Göttliche fließen, lass die Antworten von der lichtvollen geistigen Welt fließen. Und ab Tag 4 geht es dann um das Herzchakra, um die Emotionen, um die Gefühle.
Ich bin gespannt, was sich da zeigt. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch, bevor es für mich in den Urlaub geht. Also, ich komme nochmal wieder die Woche. Ihr werdet mich nochmal sehen mit einer Legung. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Genießt die Portaltage in der Form, dass das, was sich schwer und wehmütig und traurig vielleicht anfühlt, alles seine Bewandtnis hat. Ja? Dass Veränderungen erstmal wehtun, aber dass man dann auch das Licht wieder besser sieht. Ne? Wenn man den Berg oder den Baum erstmal vor sich beiseite geschoben hat. Ihr Lieben, macht's gut. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis bald. Ciao, ciao.